trotzdem würde ich jetzt eben sagen, hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play DayZ mit dem MMCR-Clan. Heute mit dabei der Tobi. Servus. Und meine Wenigkeit, der Darky. Warum hast denn du deinen Helm nicht mehr auf? Weil ich nicht mehr wollte. Ach so. Ich dachte gerade, er sah gerade noch anders aus. Der sieht mir zu aggressiv aus. Ja. Und wir haben hier immer noch unser Zelt und ja. Ich ist neu. Ist neu. Perwoll gewaschen. Oh. Du siehst ja, weißt du, was cool ist? Das sieht aus wie ein Abzeichen auf deiner Stirn, dabei ist es deine komische Ringelpietz-Maske. Oder durchdruckt. Ja, aber das sieht ja mal voll cool aus. Wie so ein Abzeichen von der polnischen Armee. Der hat schon wieder Hunger. Das ist doch jetzt echt. Ja, trinken und Hunger und hot was ist gerade extrem. Was ich nicht 50 Kilo wiege, ist auch schon alle. 500 Kilo wiege, ist auch schon alle. So viel wie der frisst den ganzen Tag. Was ich mal extrem brauchen könnte, wären Dosenöffner. Ich habe einen nur. Ich habe bis jetzt noch sonst keinen gefunden, daher. Oh. Na, was essen Sie denn? Spaghetti. Spaghetti. Hä, könntest du das sehen? Neu, hätte ich jetzt gerade geraten. Es klingt so, oder was? Ich bin so, aber trotzdem sehen. Nee, ich dachte doch schon, ich bin immer noch hungrig. Oder brauchst du noch was? Nee, ich bin fertig. Okay, dann... Nur kurz Kompass rausholen. Wir müssen ungefähr so. Okay. Jetzt dürfte eine Weile nichts mehr kommen und an einer Straße müssen wir uns neu orientieren. Ja. Im Grunde könnten wir auch links laufen, dann sind wir. War schon mal an der Grenze von der Map? Da wo die Texturen aufhören. Ja, wo du nur Bodentextur, so eine komische. Naja, so ein Griesel. Das hatte ich mal bei der damals neuen Stadt, die wo diesen Hafen hat, diese Bucht. Ganz oben im Norden mit dem roten Schiff. Da oben, da bin ich mal falsch abgebogen, Kompass falsch rumgelesen oder irgendwie sowas. Lecker war schon, bin immer an den Felsen entlang und irgendwann hört es dann auf. Und das Ding mal komplett lang gelaufen. Und zwar irgendwo komplett im Norden Richtung Westen und dann runter, weil ich keine Ahnung mehr hatte, wo ich war. Also ich weiß gar nicht, ob es hier auch so ist. Kennst du die große Insel unten bei Elektro da unten? Da gibt es ja so eine große Insel. Ja, ganz, ja, auf einer war ich mal, aber ganz am Anfang nur. Ja. Aber du ewig schwimmst schon mal. Gibt es ja eigentlich eine Legende, oder ich weiß gar nicht. Einer hat mal ein Let's Play darüber gemacht. Und zwar, wenn du von dieser Insel in eine gewisse Himmel... Hat gerade jemand Munition geteilt? Ich habe nichts gehört. Ne, auf jeden Fall, wenn du von dieser Insel in eine gewisse Himmelsrichtung, die mir jetzt entfallen ist... ins Wasser steigst und 11 Stunden geradeaus schwimmst, kommst du zu so einer mini kleinen Insel, die nur so ein Hügel im Wasser. Habe ich glaube ich mal gesehen. Aber schon auf die Idee zu kommen. 11 Stunden lang zu schwimmen. Das siehst du auf irgendeiner Karte, wenn du so eine Satellitenkarte anguckst von oben, dann siehst du so einen ganz kleinen Punkt ganz am Rande der Karte irgendwie. Ne, also sie haben es mal, nicht am Rande der Karte, sondern so zweimal die Karte verlängern schräg. Da oben, zu dem Punkt, so voll übel, richtig weit weg. Aber warum? Da gibt's ja nichts, weißt du, man. Ich meine, es ist witzig, wenn du ein Video machst und du machst einmal, weißt du, für die Leute. Ja, klar, aber. Das ist eine Sache, aber. Es regnet. Ja, obwohl eigentlich, du kannst dich ja dann nicht mehr umbringen oder so, weißt du? Du kannst ja nicht ersaufen, dass du sagst, du spawnst wieder. Du musst ja auch den Weg wieder zurück. Na, 11 Stunden ist schon heftig. Muss das jetzt hier regnen? Ja, vielleicht ist es was gegen Hot. Aber ich glaube, Damp und Hot kann man gleichzeitig sagen, ja. Ja. Ich werde immer wärmer, also gerade daher. Ab und zu mal ein Päuslein einlegen. Ich ziehe einfach das Ding wieder aus, fertig. Ja, ich habe keinen Verbund. Es ist sowieso schon Damp. Stimmt eigentlich, ich könnte jetzt mal meine Uniformjacke. Ja, ich hab ein bisschen die Richtung verpeilt. Hast du es während dem Rennen ausgezogen? Ja, klar. Wie machst du das? Pappdrucken, du kannst ganz normal weiterlaufen. Kannst du, also mit dem ganz normalen WASD kannst du ganz normal laufen währenddessen. Oh Gott, nö. So wichtig ist jetzt nicht, aber ich muss gleich was trinken. Boah. Ich bin da.
Was war das denn? Ich dachte mal, ich drehe mal um. Captain Spitzkehre und seine Freunde, oder wie? Warte mal, was ist denn heute für ein Wetter hier? Warte mal, eigentlich ist es ja dämlich hier. Warte mal, eben, ich bin gerade angehalten. Habe gerade angehalten. Hast du gerade angehalten? Ich habe angehalten, oh. Aber ich kriege jetzt hier zum Beispiel auch gar keine Meldung mehr, dass ich nass werde oder so. Ja, deswegen packe ich jetzt gerade meine Jacke ein. Hm, wo bist du? Da, hier, was denn da? Boah, voll getan. Ich erkenne dich nur an deinem Ringelpiez mit anfassen. Nur keine Ahnung, ob wir gerade richtig sind, ehrlich gesagt. Ich höre noch ein bisschen aufs Blaue hinaus. Boah. Weil theoretisch müsste irgendwo eine Straße kommen. Und gleich finden irgendwie von irgendeinem Clan noch 10 Zelte oder so. Die haben auch gedacht, hier oben im Norden kommt keine Sau hin. Stimmt, das ist eigentlich so die einzigste Gefahr für unser Zelt, ne? Mhm. Ja, obwohl, wie viel Pech musst du haben? Nicht mal dort, weil, obwohl ich hab's vorher gedacht, ich bin auf den Server gekommen und da war fast nichts mehr drin im Zelt. Aber es war einfach, weil irgendwas sich aufgehängt hat. Aber ganz ehrlich, wenn ich ein Zelt finden würde, würde ich es mitnehmen. Ja. Boah, das müsste mal geben. Irgendwann haben wir so 6 Zelte oder so, weil die Zeltstadt. Der Mark hat mir gestern geschrieben, und zwar, ob wir es gesichert haben. Kannst du nicht sichern. Das habe ich mir nämlich auch überlegt, wie willst du denn das sichern? Also zumindest gibt es da keine Option dafür. Was ist denn das da drüben? Ist es das? Das sieht doch gut aus. Auf jeden Fall nach Haus aus. Haus. Damn und hot. Super. Ja, gell. Gute Kombi. Nee, ganz normales Dorf. Ja, aber da hat es vielleicht... Ja, ich weiß, dass ich mich nass fühle. My body feels wet. Eigentlich müsste ich doch ganz schnell wieder trocken sein. Ja, ich verdampfe es. Warum ist denn hier oben alles schon offen? Ich bin kurz in das Haus hier rein, gell? Hm? Ich wollte kurz ins Trockene. Ja, ich wollte eigentlich auch in das Haus rein, aber irgendwie... Da hat es noch einen Kompass. Wie ist denn der? Der ist damaged. Bist du in dem roten? Ne, ist gelbe, glaube ich. Also, mit dem kleinen Vordach? Ja, so gelb mit blau. Ja, warum geht das blau auf? Geht ja gar nicht auf. Ah. Da, hier. Also mit diesem Hot, das ist auch nervig ein bisschen. Das ist das gleiche wie mit Cold, jetzt nur andersrum. Ja. Im Prinzip haben sie es nicht verbessert, sondern einfach nur geändert. Ja, zumindest geht es auch wieder runter. Komm, hör jetzt auf. Was denn? Alles ist nass, das ist ehrlich. Lauf mal ein bisschen weiter. Na gut. Warte, ich komm eben aus dem Rot. Ach halt, unten war ja noch gar nicht. Geht auch nicht. Ich wollte gerade gucken, ob es hier irgendwo ein Schild gibt. Weißt du, wo wir sind? Ach, da bist du. Hm? Da. Ich bin kurz in die Garage hier rein. Dann kann ich eben gucken. Guck ich mal ganz kurz grob, wo wir sind. Ducktape? Was kann man eigentlich mit Ducktape machen? Du kannst Magazine, also zum Beispiel M14 Magazine konntest du vorher zusammenkleben. Ah, zum 60er, ja. Gut. Aber warte mal, was trinken wir nicht? Also rein theoretisch sind wir jetzt in Kamensk. Oder Krasno? Krasnostav, das ist ja unterhalb vom... Nee, Krasno. Nur Krasno. Ach, Krasno. Mhm. Das gehen wir jetzt gleich da vorne. Also ist halt noch nichts eingezeichnet. Rein theoretisch müssten wir mal gucken, ob wir straight nach Westen laufen. Dann müssten wir an einem komischen Gebilde jetzt gleich vorbeikommen. Irgendwas Schwarzes auf dem Boden. Ich will jetzt echt nicht sagen, aber ich habe jetzt eine komplette 1,5 Liter Wasserflasche getrunken, um von dunkelgrün auf hellgrün hydrated zu kommen. Prompty cooling off. Das ist mal was Neues. Ja, ich auch. Ich bin aber immer noch hot, also daher. Ja, von dem her kann es nicht so. Kann nicht so wild sein. So, wir müssen da lang. Ich dachte gerade, was zielst du denn auf mich? Guck mal, da hinten, hier könnten wir das Zelt auch aufbauen, dann könnten wir hier Tomaten anbauen. Ah. Guck mal. Also nur hier drin geht das, oder wie? Ich glaube. Irgendjemand hat mir das mal gesagt.
Ich weiß es ehrlich gesagt jetzt nicht genau. Ich jetzt auch nicht, aber wo bist du jetzt hin? Was? Hier weiter. Hier, guck. Auf die Wiese. Wiese? Ich bin auf Wiese. Der Wiese. Welche Mitten Wiese auf der bist Wiese du? Bin ich. Du gar nicht. Falsche Wiese. Falsche Wiese? Komm noch mal ganz kurz hoch zu diese. Wo bist du? Falsche Wiese. Ja, bei den. Ich bin bei den Gewächshäusern jetzt. Ja, war ich auch. Ach, da runter bist du. Okay, ja. Bist du wieder. Diese Wiese, ja gut, du warst in der Senke verschwunden. Getarnt. Boah, ich muss ja zu meiner Schande gestehen, dass ich gerade in letzter Zeit richtig gern vom Gronkh. Kennst du Gronkh? Ja, gucke ich aber einiges an. Dieses Sims. Guck mal jetzt da unten ganz kurz. Make sure you pack up your tent prior to manage. Will be reset every Wednesday during regular server maintenance. Make sure to pack up your tent prior to maintain if you wish to keep it on. Ah, okay. Also müssen wir das müssen wir also machen. Einpacken. Wenn wir es morgen nicht einpacken, ist es weg. Aber uncool. Ja, dann ist halt echt die Frage, ob man. Mal dann opfern wir vielleicht die Sachen, wo drin sind, aber da hast du das Zelt behalten. Ja, und Rucksack und so halt dann. Genau, dann pack ich dein Zeug in meinen Rucksack oder andersrum meinen Rucksack in deinen Rucksack. Geht ja gleich, weißt du, die sind ja nach einer Stunde geresettet. Oh, lauf mal hier. Ei, viel lang wie. Du kannst. Weißt du, du fühlst dich als Ungar? Ja, Entschuldigung. Was heißt denn jetzt? Entschuldigung. Nein, weiter Spaß. Ich durfte ich mich als Führer anbeten. Keine Ahnung, wo wir hinlaufen hier. Ja, ich sehe das schon. Irgendwie eiern wir gerade. Der Weg zurück wird lustig. Nee, das ist kein Problem. Zurück ist nicht das Problem. Ich bräuchte schon wieder was zu essen. Also irgendwie kann das nicht sein. Ja, ich sag ja, ich brauche auch. Zu trinken, ich habe nur nicht einmal essen müssen, aber trinken alle 2 Sekunden. Nee, bei mir ist andersrum, ich muss die ganze Zeit essen. Mhm. Hast du dir vielleicht einen Bandwurm gefangen? Oh. Was ist das denn? Ach, das ist ein Ast von einem Baum, ich dachte gerade, da hängt irgendwas. Wo sind wir denn hier gelandet? Ich hab keine Ahnung, ich suche jetzt mal ganz kurz hier, ob es hier irgendwo ein Schild gibt, weißt du, ein Ortsschild. Da unten ist ein Kran auf jeden Fall, also ist so eine große. Ist, ja, das wollte ich ja gerade sagen, weil so klein ist das jetzt hier nicht. Also wird es hier sicher auch irgendwo ein Ortsschild geben. Schornsteine. Oh. Weißt du, hier oben kenne ich mich jetzt nicht mehr so aus, muss ich sagen. Aber ich mich ja auch nicht. Deswegen brauchen wir ein Ortsschild. Was jetzt helfen würde. Was ist denn das da hinten? Ist das Military Base? Da links ist so eingezäunt. Das könnte sogar sein, ne? Du siehst es auch, oder? Ja. Könnt ihr mich sehen? Ach, ja, mal. Sieht ein bisschen aus. Boah. Hä? Ach, ist das Felsen oder ist das so mega Zeug? Ah, okay, Felsen, das müsste diese. Ja, okay, das ist der glaubt der Steinbruch oder was da auf der Karte angezeigt wurde. Kenne ich jetzt auch nicht. Da wurde mir keine Ortschaft angezeigt, ehrlich gesagt, bis jetzt. Ich gehe mal ein bisschen hoch und gehe mal eben da rein. Ja, da will ich auch gleich hin. Ich wollte nur vorne an die Straße, aber hier ist nichts. Das ist kein Straßenschild. Boah, Grand Canyon! Cool! Das hier ist ein Schrottplatz, zumindest schon mal. Da ist ein Auto, aber das ist kaputt. Und unten ist ein See. Das sieht ja geil aus. Hey, das hat voll was, oder? Machen wir gleich mal Foto, klick, klick. Mhm. Ich habe auch schon überlegt. Foto, klick, klick. Da ist auch ein Gebäude. Sollen wir mal da runter gehen zu dem See und ein bisschen was trinken, oder? Komm gleich runter. Foto. Foto, mach ein Foto. Hab gehört. Echt? Das können die mich hören? Hier war ich jetzt noch nie. Aber das ist so ein neues. Ich glaube, ein neues Gebiet. Uah, nicht hier runterfallen, wenn es leckt.
Ey, das sieht echt cool aus hier. Was, eine Hütte? Hier sind lauter so Förderdingens. Boah, geht's da runter in so ein... Jetzt muss ich gerade mal schauen, ob es da hier in so ein Stollen reingeht. Das sieht nämlich so aus. Auch noch. Er glitscht. Hilfe, ich glitsche. Nicht runter glitschen. Warum? Warum tut er das? Steig bitte. Ich bin hier, ich hänge an so einer Kante fest. Boah. Lass mich doch mal zugucken. Nee, ich bin jetzt schon weg. Ich wollte eigentlich nur da runter. Ach nee, das ist nur so ein Gerölllager. So, ab zum See. Warst du gerade noch nicht beim See? Nö. Wer war das dann? Ah ja, voll cool hier unten. Ach, da oben bist du. Ja, ich guck gerade nach einem anderen. Ah, hier geht's auch nochmal runter. Was hier ist ja ein Autowagen. Was hat denn da alles drin? Da hinten an dem Gebäude schon? Da oben? Nee. Kleines Gebäude und da stehen auch ein paar. Steht auch ein kaputtes Auto. Nee, ich bin hier unten gerade. Hier am Auto. Ja. Sag's doch. Kann man die Türe öffnen oder wie komme ich an die Dose? Welche Dose? Da in der Fahrerseite ist eine Dose. Hier. Nimm sie doch einfach. Wie denn? Ja, warte. Mit die Tab-Funktion. Juju. Hier bist du fast runtergekagelt, oder wie war's? Ja, da hinten bin ich irgendwie so festgekeilt. Dann hat es mich zum Abgrund hingezogen. Je. Ist noch ein Gebäude. Ich glaube, zum Looten kannst du nicht hin, aber. Nee, aber so mal angeguckt. Aber hier kommen wahrscheinlich eher Leute mal hin. Für die Aussicht ist nicht schlecht. Fürs Video ist nicht schlecht. So. Mal ganz kurz auf der Karte, wo wir jetzt genau sind. Aber das müsste hier der Steinbruch gerade sein, wo wir sind. Dann war die Ortschaft vorher Kamensk. Okay. Mhm. Und wenn wir jetzt von hier... Ich muss gerade schauen, wo das ist. So. Ganz oben. Gib mir ein One to Drink. Yes. Ja, das ist alles auf meiner alten. Ich muss meine neue Karte ausdrucken. Also wir müssen jetzt wirklich nur nach Westen, dann kommen wir direkt dahin. Ach, jetzt bin ich soaked. Ich bin wieder trocken eigentlich. Nee, ja. Ich stehe gerade im Tümpel und das geht. Dümbel mit D. Dümbel. Wie war das? Kennst du die einzigste deutsche Stadt mit 3 O? Karl-Marx-Stadt. Ich darf das sagen, meine Mutter kommt aus dem Osten. Ich bin halber Ossi. Würde sogar sagen, wenn ich nicht aus dem Osten komme, also daher habe ich keinen Stress deswegen. Ja, stimmt, aber meine hunderttausende Abonnenten und Zuschauer. Ja, gut. Da musst du sensibel bleiben. Ja. Ach so. Wenn ich gerade mal auf die Uhr schaue. Langsam sollten wir mal ein Folgenpäuslein machen, weil sonst wird das nämlich nichts hier mehr. Ist doch hier nett zum Auslocken, also zumindest zum Folgenpäuschen so, machen. So. Dann würde ich sagen, bye-bye und bis zum nächsten Mal bei Let's Play DSI mit dem MMCR-Clan. Tschüss!